Ja, mein Thema der Woche war ja dieser Wieler und der ehemalige Chef von diesem Paul-Ehrlich-Institut. Die bekommen das natürlich Bundesverdienstkreuz. Haha! Toll. Toll. Ja. Dafür, dass alles schiefgelaufen ist während der ersten drei Lockdowns, ne? Sie haben so eine schöne Regenbogenmütze auf, ja? Lässt das denn auf Ihre politische Einstellung schließen? Nee, gar nicht. Nein, gar nicht. Wie in der Sowjetunion, wer das meiste Lametta am Revier hat, hat dem Staat am meisten geholfen. Und da ist der Frank-Walter Steinmeier natürlich auch penibel. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie eine gewisse Ähnlichkeit mit Frank-Walter haben? Wer? Steinmeier? Oh, ich? Ja. Das ist aber ein Kompliment. Ja, das ist ein Kompliment? Ja. Ja. Sie mögen Sie Frank-Walter? Ja. Das sind wie die ganzen zahllosen Fernsehpreise für die, die uns damals die Wissenschaft so vorbildlich verklickert haben, nicht? Aber wenn man dann halt die Transporte gesehen hat in Italien, wo die vielen Menschen gestorben sind, kann man auch was verstehen. Ja, Fake? Absoluter Fake. Keine Ahnung. Ja, die Socken von Habeck im Oman. Hat seine Frau sehr wahrscheinlich nicht richtig gearbeitet zu Hause. Nein, seine Frau arbeitet nicht so für ihn, das ist doch ein moderner Mann. Ach so, der sucht sich die Socken aus der Waschmaschine selber raus. Ja, ist eigentlich ganz sympathisch. Ja, vielleicht sollte er eine Brille tragen. Das ist PR. Da zeigt er seinen Wählern, also den Hippies, ich bin einer von euch. Ja? Der Zivilgesellschaft, ich bin ein Hippie. Und den Arabern. Genauso auch sein Hemd, was er anhat, das ist ja alles... Sieht ja alles verknittert und wie das aussieht. Das verstehen Sie nicht. Naja, das steht stellvertretend für die gesamte Politik, die da gemacht wird, ne? Insbesondere von Herrn Habeck und seiner Kollegin. Und da treffen sich zwei Freunde, sagt der eine, du hast ja einen braunen und einen schwarzen Schuh an, sagt der andere, dann stell dir vor, ich habe zu Hause noch so ein paar. Ja. Gut, die ganzen Reisen unserer Politiker, jetzt wo hier so viel los ist. Aber ich verstehe es. Hier ist es ja politisch ungemütlich und auch kalt. Und da bringe ich doch lieber ein paar Geldgeschenke zu meinen Freunden ins Ausland. Ja, und Friedrich Merz, na gut, der fährt in die Kälte, nach Finnland. Aber ich verstehe es ja. Der will einfach mal sehen, wie die Finnen jetzt mit dem neuen kalten Krieg umgehen. Ne? Und sich auch schon mal die Atombunker anschauen. Das ist klug. Auch wohlweislich, ne? Das sind keine guten Zeichen, ne? Du lieber Gott. Thema der Woche. Ja. Die Bauern. Die Traktoren. Ja? Warum? Ja. Weil sie mich gestern ausgebremst haben. Ja. Wie? Die Bauernproteste. Ja, die Bauernproteste. Doch, ich wurde tatsächlich auch aufgehalten. Ja. Aber ich fand's okay. Ich find's in Ordnung. Und ich finde es einfach gut, was sie da machen. Die sollen endlich mal ein bisschen Kohle bekommen. Ja. Ja, und nicht nur Versprechungen machen, sondern auch wirklich hier mal Tatsachen zeigen. Ich habe es gefeiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gefeiert, dass man letztendlich auch immer nicht alles gefallen lassen wird. Ne? Und dass man einfach auch mal aufsteht mit seiner Meinung, ja, seiner Prämisse. Und ich finde es gut. Auch wenn so 50, 60 Schlepper da irgendwo da überholt werden wollten auf der Autobahn. Ja, es war richtig stimmig. Ich hoffe, es kommen immer noch mehr dazu. Dann würde ich auch mitmachen. Sehr gut. Ja. Wie? Ja, auf die Straße gehen, mich warm anziehen und auf die Straße gehen. Ja, die Bauernproteste, die waren ja friedlich. Die tun ja keinem weh. Von denen kriege ich nicht viel mit. Obwohl ich obwohl ich direkt neben dem Hauptbahnhof arbeite. Gestern haben wir nichts von denen mitgekriegt. Ich habe das Gefühl, die sind jetzt sehr, sehr lieb geworden. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass sich immer mehr anschließen, den Protesten. Aber vielleicht kommen auch mal die Rentner dazu. Ja. Weil die haben ja auch irgendwie ein Defizit, finde ich. Ja. Also die Bauern waren anfangs ja sehr sauer, dann kam aber die Regierung und hat gesagt, du, macht euch nicht unglücklich, dann främen wir euch rechts und was das bedeutet, das wisst ihr ja. Dann das ist doch Quatsch, die sind nicht rechts. Da mischen sich immer Leute drunter, die meinen, dass sie rechts sind oder die rechts sind, aber die Bauern sind nicht rechts. Ja, gestern hier in Frankfurt, ja gut, ein paar Traktoren, ein bisschen Gehupe, aber man hat schon gemerkt, sie wollen lieb sein. Sie haben es verstanden. Sie wollen nicht rechts sein. Ja, weil es gefährlich ist. Rechts ist ja jetzt jeder, wie damals in der DDR, der nicht so begeistert ist von dem, was läuft, generell. Wie bei Corona. Ja. Das war alles, wer dagegen war, war zumindest rechts oder noch rechts außen. Also, wenn man nicht begeistert ist, dass man den Anbau des Bundeskanzleramts bezahlen soll,
Denn ungefähr so viel kostet das Ding ja jetzt, wie bei den Bauern eingespart werden soll, als wenn man damit nicht einverstanden ist. Rechts. Ja, man tut sich eigentlich schwierig, manchmal irgendwas ausdrücken zu wollen, weil man wirklich Angst hat, es wird gleich rechts eingestuft, oder? Wenn ich nicht Veganer bin, bin ich rechts. Ja, genau. Ja. Ja, wenn man nicht hinnehmen will, dass zig oder hunderte Milliarden auf der ganzen Welt verteilt werden und einfach damit nicht aufgehört wird, ja. Wenn man das nicht mag. Rechts. Und die Baerbock ist ja auch jetzt wieder unterwegs und hat angekündigt, so und so viel... 15 Millionen. Nach Libanon, ja? Oder? Das ist ja Peanuts. Ja. Jetzt sind auch noch neue Helikopter bestellt worden. Ja. Ne? Für ungefähr das Geld, was die Bauern sparen sollen. Ja, genau, genau. Das nehmen sie von den Bauern weg, ja. Ne, um neue Luxushelis zu haben. Das ist ein Skandal. Was ist mit dem Ahrtal? Was ist mit den Leuten, wo das Hochwasser ist? Was geht da eigentlich ab? Nix. Ja, wir helfen euch. Ja, wo dann? Das Ahrtal wartet immer noch auf Hilfe. Wenn man nicht damit einverstanden ist, dass uns die Migration mehrere Billionen Euro kosten wird, Raffelhüschen, ja? Wen das stört? Der ist recht. Meine Kinder müssen das alles bezahlen. Die Enkelkinder? Wie? Meine Kinder noch. Ja, und die Enkelkinder auch. Ja, ich weiß, damit sind ganz viele nicht einverstanden. Deshalb wird ja auch laufend festgestellt jetzt, dass rechts in der Mitte der Gesellschaft ist. Ja? Und da kommt der Onkel Haldenwang und wird ganz streng und der Habeck hakt sich unter. Ja? Also das ist nicht ungefährlich, wenn sie da in der Mitte der Gesellschaft rummachen. Das weiß ich schon mal gar nicht. Ich stehe immer in der Mitte. Ob ich rechts oder links bin, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn Sie in der Mitte sind, sind Sie wahrscheinlich rechts. Ach so. Also sagen jedenfalls die Grünen und so weiter. Sie wissen aber doch, was das für eine Schublade letztendlich auch immer gleicht. Dann immer irgendeine Querdenker- oder Nazi-Schublade. Das gehört doch hier gar nicht rein. Es geht doch um Realismus und geht doch einfach mal dahin gehen, sich mal zu melden. Momentan, Leute, so geht's nicht weiter. Ja. Schauen Sie sich genau an, was mit den anderen Rechten so passiert. Also nicht nur mit den Bauern da, sondern auch mit den Rollator-Putschisten da. Prinz Reuß und sowas. Die kommen nie mehr aus dem Knast. Ja gut, gegen rechts muss man natürlich schon kämpfen, wogegen ich mich aber wehre, dass alles, was man sagt und was von der, ich will nicht immer sagen, herrschenden Meinung abweicht, sondern von einer bestimmten Meinung, dass man dann gleich in irgendwelche Ecken gedrängt wird. Also ich habe das Gefühl, dass heute Argumente nicht mehr zugelassen werden. Ja, die Wannsee-Faschisten, die sie genau rechtzeitig zum Bauernprotest jetzt erwischt haben, ja? Wer so tickt wie die, der hat von Haldenwang die Bude verwanzt und im Nebenzimmer sitzen Gesinnungsjournalisten. Will man das? Ja, um die ersten Überlegungen zum Verbot der AfD, weil die ja zu groß wird. Ja, und Sie haben noch zwei Werteunion-Leute da erwischt. Was, die auch noch? Ja. Ah, die können auch verboten. Ja. Alles. Muss weg. Alles muss weg. Ja, machen Sie sich nicht unglücklich. Seien Sie nicht rechts, wählen Sie nicht die AfD und schon gar nicht die Werteunion. Die hat man jetzt da auch gleich mit erwischt, in Potsdam da. Da weißt du Bescheid. Ich kenne ziemlich viele Flüchtlinge und ich kenne viele, viele Flüchtlinge mit deutschem Pass. Die kriegen jetzt die Panik. Verständlich. Machen Sie es wie immer, wie die Bauern. Und hängen Sie sich am besten noch eine Regenbogenflagge, das hat ja der Rechtsextremismus-Experte da jetzt empfohlen, noch an den Traktor oder in den Vorgarten, ja? Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Ja, und die Bauern, die sollen das Aufmüpfen da einfach in Erinnerung behalten, als den großen Winterausflug 2024. Hat ja auch Spaß gemacht. Wir brauchen neue Leute an der Spitze. Ich glaube, die meisten Bevölkerung, die wissen, was sie zu wählen haben. Und vor allen Dingen bloß keine AfD. Nee, aber Sie haben doch gesagt neue. Ja, aber es kann ja mal CDU sein oder so. Sie wollen was Neues mit der CDU? Ja, warum nicht? Was wäre das? Ja, nicht das Rechte. Ja, Sie sind ein Linker. Nee, links würde ich mich auch nicht bezeichnen. Nein. CDU? Nein, auch nicht. Okay, mit wem? Naja, mit dem Merz, mein Mann. Ja. Merz, Söder. Ja, gut. FDP? Ja, genau. Sie sind FDP? Ja. So sieht das aus. Ja, genau. Sehr gut. Jetzt müsste ich wahrscheinlich noch irgendwas über Beckenbauer sagen, aber Fußball ist auch nicht mein Thema. Ja, sehen Sie meins auch nicht, das habe ich auch vergessen. Okay, super. Den habe ich vergessen, das ist ja furchtbar.
Lesen Sie mehr dazu in unserem neuen Heft im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement.